Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Ganz allein fang ich sie mir, ich kenne die Gefahr. Ich streife durch das ganze Land, ich suche weit und breit. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pokémon-MMO. Jetzt werden wir uns erstmal den Arena-Leiter Arti vornehmen. Weil, einfach weil wir eh sowieso dran sind. Jetzt muss ich gucken, ob ich jetzt richtig reinfinde. Die Stadt ist so groß. Okay, da ist der Arena-Leiter. So, die Arena, genau. So, mal gucken. Jetzt hör mal zu, wenn du diesen Schalter triffst, muss ich schon wieder gegen dich kämpfen? Nein. Dachte schon. Okay. Die Arena-Leitern sind immer alle sehr, sehr seltsam. Ah, ich muss hier durch, okay. Okay. Juhu! Danke, dass du auf meinen Versteck. Dass du mich aus meinem Versteck geholt hast. Als Dankeschön, dass ich dich die Attacken meines Pokémon spüren. Sehr dankbar. Jetzt noch ein Kasper. Gibt's hier echt nur Kasper? Leute? Okay, Geduld. Wir schaffen das, Nancy. Ich weiß jetzt, dass du es schaffst. Du hältst aus. Bitte. Bitte halt aus. Nein! Verdammt die Scheiße! Du scheiß Pokémon, los, Zuzu! Beiß es in den Arsch. Zerfleisch es. Genau so ist es. Nein! Bodycheck, los! Und nochmal Biss. Tschüss. Scheiß Insekten. Yeah, Level 22! Wärst du nicht auf diesen Schalter getreten, wäre ich ewig versteckt geblieben. Aha. Warum versteckst du dich in, solchen Schaltern? Muss ich das verstehen? Okay. Dieser Mechanismus und diese ganzen Sachen hier sind total verwirrend. Ach, findest du es auch nicht wundersam, dass diese Arena so unfassbar faszinierend wirkt? Nein, ich finde sie eher, sie sieht, als hätte jemand Käse auf diese Arena laufen lassen. Eine käsige Arena. So kommt es mir vor. Nichts gegen Kunst, aber ich finde es seltsam, diese Arena-Design. Verfolgung. Wir schaffen das nicht. Mann! Okay, Zuzu. Du musst es hinbiegen. Los, Bodycheck. Okay. Naruto. Du machst jetzt den Rest. Und tschüss.
Was holst du jetzt? Ah, ein Käfer. Das ist aus Naruto. Du schaffst es. Tschüss, tschüss. Wer denkt sich bitte diese Scheiße mit den Kaspern aus? Ah, und dann geht's wieder ganz hoch. Zu Arty wahrscheinlich. Jetzt darf ich erstmal wieder meine Pokémon heimgehen. Alter, der Weg ist anstrengend. Aber deswegen ist es nicht so konfus wie der, wie die Arena mit den Büchern. Ich glaube, das war der zweite Orden oder so. Wo ich da diese Probleme hatte, das Rätsel zu lösen. Jetzt habe ich nur noch drei Pokémon, ey, lol. Ich komme sowas von voran. Das sollte eigentlich ein Anzeichen sein, dass ich mal außerhalb mal wieder trainieren sollte. Ich glaube, das mache ich wirklich mal außerhalb der Aufnahme mal etwas zu trainieren, wieder die Pokémon. Und ist da gerade Nacht oder warum sind die Laternen an? Komm schon. Die Störung ist etwas zu wünschen übrig. So, Arty, hier bin ich. Vielen Dank nochmal für eben. Also dann, meine Käfer-Pokémon möchten unbedingt gegen deine Pokémon antreten. Kommen wir gleich zur Sache, kämpfen wir! Dum 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 dum. Alter, wie der da steht, ist es so. Ist Arty überhaupt ein Kerl oder eine Frau? Okay. Geduld. Na, mal hoffen, ob das klappt. Nein! Komm schon, Nancy! Nein! Nancy! Okay, Susu. Beiß dieses hässliche Vieh in den Arsch. Natürlich, ruf zurück, weil du Angst hast, dass ein Scheißvieh. Ich mach dich sowas von fertig, ey. Bodycheck. Ich mach dich trotzdem fertig. Komm schon. Du hältst aus, Susu. Nein! Susu! So, Double Sieb. Warum rufst du ständig deine Pokémon zurück? Heilung.
Was? Das kann nur den Zustand heilen? Oh. Das ist nicht sehr hilfreich. Schallwelle. Na toll. Das ist auch noch weg. Okay. Otonashi, du bist dran. Komm schon. Vergiss es, ich mach's trotzdem fertig. Und ciao. Jetzt 21. Zornklinge, okay. Komm schon, du hältst durch. Nur noch nicht. Komm, Naruto, du hältst durch. Habe ich überhaupt noch? Hört es durch. Nein! Ach, das ist scheiß wie, ey, ich sag's euch. Effektiv, effektiv. Komm schon, halt durch, nein! Oh, verdammt, scheiße. Ich hab verloren. Okay. Das heißt, ich muss jetzt mein Team erstmal umtauschen. Nancy können wir erstmal hier rein tun. Bei Nancy müsste eigentlich hier so hin. Nancy muss hier hin. Es war das. Okay. Ich brauche ein Flug-Pokémon. Oder etwas diskret. Zelos könnten wir nehmen. Zelos ist ein Flug-Pokémon. Und Zellen könnten wir rein theoretisch auch erstmal aussetzen. Nehmen wir erstmal Ruby.
Mhm. Ich würde es nochmal versuchen. Und wenn das nicht klappt, werde ich mal eine Pause, also eine Aufnahmepause machen und mal ein bisschen die Pokémon aufleveln. Sofern es mir möglich ist. Auf ein neues! Ja, blablabla, das weiß ich. Das hast du ihm gerade schon gesagt. Natürlich! Gleich dein stärkstes Pokémon rausholen! Das ist sowas von typisch! Ich mach dir sowas von die Hölle heiß. Ein Äschern. Komm schon, Quirby, du schaffst es. Genau, nicht sehr effektiv, aber dafür einäschern. Okay, Beute. Super Trank. Komm schon, einächern. Ich schaff das. Du schaffst das. Ich hab nichts gesagt. Verdammte Scheiße. Okay, okay, okay. Okay, Windstoß. Windstoß. Komm schon. Zellos. Sehr effektiv. Windschnitt. Komm schon. Schaffst es. Nein, du schaffst es auch nicht. Ich darf nicht alle Hoffnung in euch fahren. Okay. Wenn ich sein stärkstes Pokémon fertig mache, dann komme ich gut vor, dann komme ich vielleicht gut weg. Okay. Das ist schon mal sein stärkstes Pokémon, nehme ich mal an, das ist. Ich nehme an, dass er sein stärkstes Pokémon, dass es weg ist. Okay, was bist du jetzt? Und tschüss, Naruto. Okay, Otonasch, du bist dran. Mach dieses Vieh fertig. Nein! Lass mir es nicht zu! Das ist doch viel zu einfach, ne? Super effektiv. Ist auch sehr effektiv. Superklinger, los, Zornklinger. Ciao, ciao. Jetzt holt ihr dieses komische Vieh raus. Kaltklinger, los.
Ich weiß nicht, ob ich mich fragen soll, was es ist, aber... Es hat gerade meine Attacke abgewehrt. Und es hat gerade mein Otonashi fertig gemacht. Nee. Okay, du bist dran. Schallwelle, nein, Duplexieb. Na toll, du wurdest vergiftet. Super Idee. Du machst es dafür gut. Duplexhieb. Scheiß drauf, du vergiftet bist. Du machst es fertig. Komm schon, Duplexhieb. Deswegen habe ich das gewusst, wenn ich jetzt mich heil mache und du es auch hältst. Wir schaffen das da so. Naja, du hast dich wenigstens vorangearbeitet. Für Steam. Bodycheck. Und tschüss. Okay. Bodycheck. Ist nicht sehr effektiv, aber scheiß drauf. Nein, nicht mein Hundchen. Status. Fäcker. Klar, werfen wir einen Pokéball auf das, auf den Gegner. Arte wird sich dann ausdenken, was zum Henker macht sie da bitte schön. Ich war kurz davor, diesmal hatte ich ja fast alles im Pokémon. Und immer wieder ich bin da, Baby. Mann! Okay. Ich weiß, das war eine Aufnahmepause und versuche ein bisschen hochzutrainieren.